Hallo. Hallo meine lieben Zuschauer. Hallo ihr Lieben. Hallo. Ich freue mich so. Hallo ihr Süßen. Heute gibt es ein Video von mir, da geht es nicht unbedingt um Beauty oder ja, Schminke, Haare und so weiter, sondern da geht es um mich. Ich habe euch mal bei Instagram gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen habt, weil ich wollte auch mal so ein Frage-Antwort-Video machen. Und das habt ihr getan. Also ich habe eine ganze Menge Fragen bei Instagram bekommen. Übrigens bei Instagram Zita Maas. Da bin ich auch immer wirklich sehr, sehr aktiv. Viel mehr als bei Facebook zum Beispiel, weil da habe ich das Gefühl, ja, da ist irgendwie keiner mehr. Also wenn ihr immer jeden Tag was von mir hören wollt, dann folgt mir auf Instagram unter Zita Maas. So, das nur mal so nebenbei. Und auf jeden Fall habe ich da 1000 Fragen bekommen von euch und die versuche ich heute mal zu beantworten, beziehungsweise ich versuche immer die Fragen, die am häufigsten von euch gestellt wurden, zu beantworten. Wenn euch das alles interessiert, so rund um meine Person und die Fragen, die ihr gestellt habt, dann bleibt auf jeden Fall jetzt dran und wenn nicht, dann hoffe ich, dass wir uns dann wieder im nächsten Video sehen. So, also liebe Leute, ich habe jetzt gerade einen Aufruf bei Instagram gemacht. Hier, ja, live mit dem Foto. Achso, ja, ist ja klar, ist ja, So muss ich euch das leider zeigen. Und, ja, hab geschrieben, ihr sollt mir mal eure Fragen stellen. Und da sind natürlich jetzt schon einige eingetrudelt. Also, was heißt einige? Ja, und ich fange einfach mal an. Also, die ersten haben hier wirklich schon, eigentlich sind es eigentlich immer dieselben Fragen. Und die erste Frage ist von Marcella2911. Spielst du noch Fußball und wie lange spielst du schon? Ja, ich spiele noch Fußball und ich spiele jetzt, glaube ich, schon seit 6 Jahren oder so. Also eigentlich, ja, seit 6 Jahren ungefähr, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Und ja, wir haben aber gerade Sommerpause und deswegen, ja, spielen wir halt gerade nicht. So, dann fragt FoxGoFit91 dein schönster Urlaub und warum? Mein schönster Urlaub war, also ich hatte schon viele, viele schöne Urlaube, aber mein schönster Urlaub, so denke ich, war mit meinen Mädels in Ägypten, mit Tina, Steffi, Lea und Tina, Lea, Steffi und ich. Und es war so wunderschön, weil wir hatten ein wunderschönes Hotel in Ägypten und wir haben nur Scheiße gebaut von morgens bis abends. Das seht ihr auch in meinem Follow Me Around. Es war so ein super, wundervoller, schöner Urlaub und deswegen war das mein schönster Urlaub. Ja, dann schreibt CassieMaus2... Was war eigentlich mit deinem Freund? Warum habt ihr euch getrennt? Ja, wir waren sehr lange zusammen. Das Thema ist für mich abgehakt. Ich möchte darüber überhaupt nicht mehr sprechen, weil es gehört nicht mehr in meine Zukunft. Es ist meine Vergangenheit. Ich kann nur sagen, wir hatten eine schlimme Trennung. Es ist ganz, ganz viel, Blödes passiert. Aber wie gesagt, es ist abgehakt. Es ist, ja, möchte ich nicht drüber sprechen. Sorry, Süße. Ja, was, dann schreiben auch ganz viele, Sunny Pauli zum Beispiel, was sind deine größten Wünsche für die Zukunft? Meine größten Wünsche für die Zukunft sind natürlich, ja, ich würde mal so sagen, dass ich gesund bleibe und dass vor allem mein Umfeld gesund bleibt, dass ich meine Eltern und meine Geschwister noch ganz lange bei mir habe. Und ansonsten so beruflich möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal vielleicht so bis zum Verkaufsleiter oder so. Ich möchte, dass mein Job noch viel, viel größer wird, weil ich sehe, wie viel Freude uns das allen macht und wie viel Freude euch der Shop bringt. Ja, und natürlich mit YouTube noch ganz lange weitermachen und euch als vielleicht als Oma irgendwann mal irgendwelche Tipps geben, wie ihr ja, eure Falten wegschminkt oder so. Ja, so. Wie heißt deine Friseurin? Meine Friseurin heißt Phyllis und arbeitet bei Ikono. Und wehe, ihr geht da jetzt alle hin und schnappt mir meine Termine weg, dann bin ich ganz doll sauer. Das hat übrigens Yukiku6 gefragt. So, wartet mal, ich muss mal aktualisieren. Mann, Mädels, ey. Ihr habt so viele Fragen, ich weiß gar nicht immer, wo ich anfangen soll. Wartet mal, ich muss mal gucken, wo ich war. Pinkfit Healthy fragt, kanntest du deinen jetzigen Freund schon länger oder war das eher ein spontanes Kennenlernen? Also, na klar, es war ein spontanes Kennenlernen. Ich kannte ihn nicht schon länger. Also jetzt, klar, wir kennen uns jetzt seit Dezember letzten Jahres. Also circa 6, 7 Monate. Und ich habe ihn auf meiner Arbeit kennengelernt. Er ist Student und hat da bei uns nebenbei noch gearbeitet. Ja, und dadurch habe ich ihn kennengelernt. Ja.
Lieblingskleiderladen fragt Brownie mit Unterstrich vorne und hinten. Das ist auf jeden Fall Forever 21 auf dem Kudamm. Zara und H&M, muss ich sagen, ich hasse, hab H&M immer gemieden irgendwie. Aber in letzter Zeit finde ich da wirklich super schöne Sachen. Also die drei sind so die häufigsten, wo ich eigentlich meine Sachen kaufe. Ja, Melmo schreibt, möchtest du irgendwann mal Kinder haben? Ja, ich möchte natürlich irgendwann Kinder haben. Am liebsten zwei, am liebsten zuerst ein Jungen und dann ein Mädchen. Das ist so dieses Wunschdenken, glaube ich, was irgendwie jeder hat. Aber ich sag immer, weil wenn dann der Junge, der kann dann immer auf das kleine Baby, also auf das kleine Mädchen aufpassen. Und auch später dann mal, wenn er Kumpels hat und so, kann er auch immer auf die aufpassen. So bekloppt, aber so denke ich irgendwie schon seit ich klein bin. Oh Gott, wartet mal. Also ich habe jetzt schon seit 7 Minuten fast 200 Fragen. Bist du in einer Beziehung eifersüchtig, fragt Patrizi Cinderella. Ja, also natürlich bin ich eifersüchtig. Welche Frau ist nicht eifersüchtig? Aber, also wie soll ich das sagen? Es kommt darauf an, ob er mir einen Grund gibt, eifersüchtig zu sein. Also meinem jetzigen Freund, den kenne ich natürlich erst seit 6 Monaten, aber so, was er mir immer sagt und wie er sich verhält und so, würde ich jetzt sagen, vertraue ich ihn einfach. Klar, wenn er jetzt neben mir laufen würde und eine andere Frau angucken würde, würde ich auch sagen, was denn hier? Aber ja, mein Gott, es ist halt einfach eine gesunde Eifersucht da. Wenn es ist halt jetzt nicht krankhaft eifersüchtig, kann ich euch sagen, werde ich, wenn ich betrogen wurde. Oder ja, das ist aber natürlich ein ganz normaler, ja, menschlicher Vorgang, würde ich sagen, dass man natürlich dann sehr, sehr eifersüchtiger ist oder viel mehr eifersüchtiger ist, als wenn du deinem Freund wirklich vertrauen kannst. Ja, dann Anni.fa hat auch geschrieben, was ist denn allerliebster Klamottenladen? Das sind eigentlich wirklich immer häufig die gleichen Fragen. Dann Lisa Schumich fragt, gehst du zufällig ins Solarium? Meinung dazu? Ich gehe nicht mehr ins Solarium. Ich kann dir auch ganz genau sagen, warum. Und zwar vor Bali war ich immer so ein paar Mal im Solarium, weil ich einfach schon mal ein bisschen vorgebräunt sein wollte. So aus dem Winter direkt in die Sonne war mir da nichts. Und dann kam ich auf Bali an und habe mich neben Lea und Steffi gestellt. Die beiden waren natürlich schon vorher in Australien und so weiter. Und die hatten so eine schöne Bräune. Und ich kam dann da an mit meiner Solariumbräune und es war so hässlich grau. Das ist so, da siehst, hast du erstmal gesehen, wie hässlich diese Solariumbräune eigentlich ist. Also das war überhaupt nicht schön und seitdem war ich nicht einmal mehr im Solarium und ich mache jetzt nur noch selbst Bräuner drauf. Also ich habe jetzt hier auch zum Beispiel, es ist noch ein bisschen Ostseebräuner natürlich, aber auch wieder mein Selbstbräuner drauf von Lancaster, nee, von Saint-Tropez nehme ich den gerade. Ja, und da komme ich, damit bin ich viel, viel mehr zufrieden und es schadet vor allem nicht der Haut. Engel804 schreibt, was ist deine größte Stärke und was deine Schwäche? Finde ich eine sehr, sehr schöne Frage. Was ist deine größte Stärke? Was ist meine größte Stärke? Ich glaube, Offenheit. Ja, nicht aufgeben ist vielleicht auch, oder ja, so eine Stärke musste ich natürlich auch erst lernen, dass es immer weitergeht, aber durch die Sachen, die jetzt gerade passiert sind, es hat mich so stark gemacht. Und ja, das ist auf jeden Fall auch eine Stärke. Immer weiter gucken und immer weitermachen und nicht aufgeben. Oh Gott, was ist mal noch meine Stärke? Ja, dass ich immer ganz viele Leute zum Lachen bringe, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich kann euch jetzt so sagen, so das Feedback, was ich von meinen Freunden und so bekomme, Arbeitskollegen und so weiter. Meine Schwächen, ach, da könnte ich euch auch ein paar erzählen. Also auf jeden Fall bin ich ein bisschen unordentlich. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich hier so messy bin, aber ich bin halt jetzt nicht so, dass ich direkt immer gleich alles so aufräume, so ein sauber Mensch, also so ein totaler Ordnungsfimmel-Mensch bin ich einfach nicht. Und dann ist, ach, meine Schwäche, ich komme öfter mal, also wenn ich mich mit meinen Freunden oder mit meiner Familie treffe, komme ich einfach öfter mal ein bisschen später, jetzt nicht sehr viel später, sondern ich schaffe es eigentlich nie pünktlich, es ist, auch wenn es nur 5 Minuten später sind, aber ich schaffe es nie pünktlich zum verabredeten Zeitpunkt da zu sein. Das ist auf Arbeit natürlich ganz anders, aber ja, wenn ich dann so mich mit Freunden treffe, ach, dann machst du dich nochmal ein bisschen fertig und machst dann mal die Haare anders und ach, könntest dich nochmal umziehen und ja, genau. Ja, und sonst Schwäche?
ja, vielleicht mit Kritik kann ich nicht immer so, also ich nehme das immer sehr, sehr schnell persönlich. Wobei ich natürlich jetzt auch gelernt habe durch die Arbeit und so weiter, dass man durch Kritik sich natürlich nur weiterentwickeln kann und dass es eigentlich nur was Gutes ist. Ja, aber sonst, ja, könnte ich hier euch auch noch ein paar Sachen erzählen, aber ja, ich glaube, das ist auch irgendwann sonst langweilig. Machst du Sport? Wenn ja, was und wie ernährst du dich? Also ich mache ja durch meinen Fußballsport, dann gehe ich ins Fitnessstudio. Da mache ich immer ganz viele Kurse, also so Tabata-Kurse und sowas alles. Und ja, wie ernährst du dich? Also mein Freund ist natürlich so ein Fitness-Junkie und so ein, ja, der ernährt sich halt auch immer so mega gesund, nur mit Eiweiß und Und das machen wir jetzt eigentlich zusammen. Das Problem ist, er ist halt in der Woche immer weg. Das heißt, wir sehen uns eigentlich nur am Wochenende, weil er gerade noch in Stuttgart studiert. Aber ja, also wie soll ich euch das sagen? Also morgens achte ich eigentlich eher weniger darauf, was ich esse. Da esse ich eigentlich, was ich will, wobei ich jetzt auch auf den Trip bin, dass ich eher Müsli und sowas esse. Mittags versuche ich dann wirklich Kohlenhydrate zu essen, also Reis, Nudeln zum Beispiel oder Brot, Brötchen, naja, Brötchen nicht, also eher Reis und Nudeln und so weiter, dass ich auch warm essen kann. Und abends dann halt, wie gesagt, nur Eiweiß, Fleisch halt eigentlich meistens, ja, genau. Jo. Ah ja, das ist schön. Welches ist dein, also Miss Salina 89 fragt, mich interessiert, welches ist dein peinlichstes, welches dein schönstes Erlebnis? Mein peinlichstes. Soll ich euch das jetzt wirklich erzählen? Oh Gott, mir fallen eigentlich tausend peinliche Sachen ein, aber was mir jetzt sofort eingefallen ist, wir waren in Italien, also mit meinen Eltern und meiner besten Freundin Tina und meiner Schwester Lea. Und wir drei sind dann abends noch so über den Zeltplatz, wir waren über den Zeltplatz so gelaufen und sind zum Bad gelaufen, also zu den Umkleidesachen und Duschkabinen und so weiter. Und dann habe ich natürlich frische Unterwäsche und sowas mitgehabt und dann sind wir auf den Campingplatz und auf einmal, ja, dann habe ich mich auch umgezogen und so, genau so war das. Und dann waren wir wieder im Zelt und dann wollte ich die Sachen wegpacken und ich so, hä? Scheiße, Leute, wo ist denn mein Tanga und so? Ich habe mein Tanga verloren und dann habe ich wirklich mein Tanga verloren. Es war aber schon so dunkel. Ja, und dann haben wir den natürlich nicht mehr gefunden und am nächsten Tag, wir haben dann da auch, ich habe da übrigens meinen Ex-Freund damals kennengelernt und so auf dem Campingplatz und dann kamen die zu unserem Zelt und davor lag der Tanga. Und das war natürlich super peinlich, weil da war ich natürlich noch super jung. Und das ist dann natürlich ganz doll peinlich und unangenehm. Genau, aber ja, irgendwie waren wir da trotzdem zusammen. Also so schlimm muss er es nicht gefunden haben. Ja, und mein schönstes Erlebnis. Ich hatte schon so viele wunderschöne Erlebnisse in meinem Leben. Ich habe damals die Backstreet Boys treffen können, weil mein Papa damals bei einem Radiosender das meiste Geld gespendet hat. Und da durften wir die dann treffen. Und zu meinem 18. Geburtstag waren wir im Urlaub mit der ganzen Familie und da hat Papa uns so ein ganzes Boot gemietet und genau an dem Tag, also das war in Ägypten auch, haben wir Delfine gesehen, daran werde ich mich auch immer erinnern. Ja, und ansonsten dieses Jahr vielleicht mal das schönste Erlebnis, was ich dieses Jahr schon hatte, war eigentlich, ich war auf einem Xavier Naidoo-Konzert mit meinem Freund, der hat mir die Karten zum Geburtstag geschenkt und das war so wunderschön. Das war das schönste Konzert, was ich jemals besucht habe. Das war in der Waldbühne in Berlin. Das war ein Open-Air-Konzert. Das war wunderschön. Also davon könnte ich euch jetzt noch stundenlang vorschwärmen. Und dann, ja, das war wirklich sehr, sehr schön, dieses Erlebnis dieses Jahr. Ja.